Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Matchmap 3.0. In der Challenge mit den 4 Teams, die gegeneinander spielen, und dem Bauhof. Ich begrüße Team Sylt mit Fab, Action und Gerd. Moin moin. Moin moin. Team Für mit Salazar und Marcel. Moin moin. Moin. Amrum mit Matze und Sebastian. Moin moin. Moin. Team Helgoland mit Jürgen und Holger. Moin moin. Moin. Und natürlich mein Team mit Maxim. Moin. Markus. Moin. Und Thorsten. Moin. Guten Tag. Da sind wir wieder. Zurück. Oder wolltest du noch, hast du noch was Schönes, Spannendes zu erzählen? Ja. Was macht ihr Schönes im Bauhof? Ich warte darauf. Ich warte darauf. Wir sind immer noch bei der Maisernte. Und hoffen, dass wir das heute jetzt endlich runterkriegen, dass wir Vermehrungsgras drauf machen können. Und ja, mal gucken, ob wir das jetzt in der Aufnahme noch schaffen. Ja, sportliches Programm auf jeden Fall. Meine Aufnahme läuft, schon mal die gute Information an alle Zuschauer, die jetzt bei 1 Minute 10 merken, oh, die Aufnahme läuft. Mikrofon ist auch an. Mikrofon mache ich gar nicht aus bei Aufnahmen. Es läuft, danke. Deine Nachfrage, bei dir auch alles? Ja, sieht gut aus, glaube ich. Vielleicht noch den Speicherbedarf deiner Videos ein bisschen reduzieren. Bisschen Datenvolumen sparen. Datenvolumen ist hier Emissionen und so, ne? Umweltschutz. Egal. Nehmen wir alle den schlechtesten Format auf. Ja. Nee, ich will das ja auch gescheit hochladen in Full HD und alles. Ja, ich hoffe, das klappt jetzt bei mir auch mit den neuen Einstellungen. Also wenn es jetzt wieder nicht klappt und es wieder schwammig ist. Also im Stream sah es eher nicht danach aus. Schwammig? Ja. Habt ihr denn, ja, können wir ja sonst danach zu Not, könnt ihr noch kurz fragen. Also es wird wohl angezeigt bei Twitch, dass du in Full HD streamst, aber das Bild, was da ist, ist definitiv kein Full HD und auch definitiv kein HD. Kannst ja nachher nochmal eure Bit-Einstellungen durchgeben da im OBS. Ja, ich hatte das mit Tamara letzte Tage schon mal gemacht, weil mir das auch aufgefallen war. Und wie sind denn deine Einstellungen? Wir haben alles genau gleich und bei mir läuft's, meine ich zumindest. Okay. Ich mal gucken. Ja, doch, bei mir passt es. Ja, bei mir ist es ja auch hier sauber und deswegen verstehe ich das ja nicht. Ich sehe das ja, es ist ja sauber. Aber später, wenn ich denn mir die Aufnahme nochmal angucke, weil ich sie ja dann zusammenschneide, ist sie schwammig. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Schneidprogramm zu tun hat oder so. Keine Ahnung. Ja, ich schneide sie ja gar nicht mehr. Du bearbeitest die Videos nochmal? Nein, bearbeiten nicht direkt. Ich hau nur unser Intro mit rein. Dann hab ich. Ja, aber dann wird es aber nochmal neu gerendert. Dann ist dort die Einstellung nicht richtig. Mit welchem Programm? Weil dein Intro ist nämlich auch nur in 360 Pixel auf YouTube veröffentlicht worden. Dann ist es also das Programm, was mir Jenny gesagt hat. Ja, womit schneidest du das? Es kann sein, dass dein Intro die Auflösung vorgibt für dein Projekt, was du ja dann hast, in dein Schnittprogramm. Wenn das Intro nicht keine hohe Auflösung hat, wird der Rest... Jawohl, das müsste er ja eigentlich pixelig hochpixeln, wenn du das richtig einstellst, glaube ich. Welches Programm nutzt du denn dafür? Wie heißt das? Also Jenny hatte mir dieses Shortcut empfohlen. Open Short, ne? Ich habe Open Short Video Editor. Der geht eigentlich, also wenn ich mal tatsächlich eine Folge verplan, was ja auch regelmäßig vorkommt, dass ich irgendwie nicht auf Stopp drücke und schon die nächste Folge anmoderiere oder was auch immer und dann meistens das Ende noch wegschneiden muss oder sowas, weil das sind die einzigen Sachen, die ich tatsächlich dann auch schneide, weil sonst schneide ich ja eigentlich nichts raus, ist ja alles, ne? Auch wenn es verplant läuft, sieht man es eben auch, dass es verplant läuft, aber das andere passt halt nicht und dann nutze ich diesen Open Shot Video Editor und da kannst du ja auch eigentlich einstellen, welche Ausgabequalität es sein soll. Ja genau, und das mache ich ja. Aber irgendwie, ja. Ich habe da schon so eine Idee. Machen wir eventuell nach einer Aufnahme oder morgen oder so. Nee, morgen geht gar nicht. Wir haben morgen live. Na, dann machen wir es später noch. Teamviewer. Ja, ihr wollt da irgendwas hoch. Gibt ja auch nicht weiter in dem Sinne. Wir müssen ja die Einstellung gleich haben. Merkwürdig. Wir können das ja mal unter der Woche machen, Marcel. Also was stimmt dir morgen? Nostalgie oder was war das? Ab Sonntag? Genau, um 12 Nostalgie. Das Sonntag machen wir das Programm.
Aber schwierig wahrscheinlich jetzt morgen an dem Sonntag, weil FarmCon, aber ich... Naja, FarmCon erst um 14 Uhr, war, wir sind schlauer, wir fangen vorher an. Stimmt, aber für 2 Stunden oder noch den ganzen Nachmittag, oder wie lange macht ihr? Nee, 2 Stunden, weil wir haben morgen unseren Kleinen mit dabei. Mhm. Zum mal gucken, wie er sich macht. Ja, passt. Er macht ja selber schon YouTube-Videos, aber jetzt will er mit uns mal spielen. Auch lustig. Ich will er mal mit den Großen spielen. Generationsübergreifend. Genau, wir müssen ja darauf vorbereitet werden. Oh, Gerd, schneller wickeln. Ja. Als ich da zu Hause erzählt habe, dass ich eher zocken würde heute Abend anstatt grillen, hat mich mein Vater nur angeguckt wie so ein Auto. Hm. Nee, also da sind wir eigentlich ganz offen. Ja. Aber wenn unsere Kinder sagen, sie wollen das und das machen und haben keine Lust, was mit uns zu machen, ja, dann ist es so. Ja, war ja hier auch alles gut, aber da sieht man halt, Vater ist halt ganz andere Generation. Ja, das war meinen Eltern genauso, nicht, ne? Die können das auch nicht zuordnen. Ja, klar. Vater kann auch gar nichts mit anfangen mit der ganzen Internetwelt, so ungefähr ist. Na, Vater ist mit seinem Handy schon überfordert, ja, von daher. So ungefähr. Meine Mutter auch, stellt ihren Computer hin und die kriegt da dran. Sag das nicht zu laut, sie guckt die Videos, okay? Dann willst du doch, dass ich das sage. Ja, Grüße gehen raus. Geil, ich habe ja noch Chips. Schön Fettfinger erstmal Chips gönnen und auf der Tastatur rumhämmern, das wäre genau, richtig nice. Gedacht, da freut sich die Tastatur. War das auch, ich sitze jetzt halt an der Arbeit, wo ich ein paar Kleinigkeiten auf der Arbeit machen muss, an einem anderen Arbeitsplatz und die Tastatur, da ist auch richtig müllig. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Hält, klemmt die Hochstelltaste da, klemmt irgendwie die also Löschtaste da, also Turn. Schrott. Also wenn, ich meine, das ist ja Büroarbeitswerkzeug sozusagen, ne? Das muss funktionieren, das muss gut sein und nicht einfach so ein unbrauchbares aber das Zeug. Das geht ja noch, ich meine, aber wenn dann so wie bei mir vor 2 Wochen dann der PC da gar nicht funktioniert, das ist noch besser, ja, weil jeder an dem PC rumfummelt. Amen. Das ist clever. Wo denn hin? Markus, kommst du abbunkern? Oh, die Brücken klappen. Unterwegs. Gerd, hast du Lust, Salazar und Marcel einen Tausender zu überweisen? Gerd? Ja, ich hab's gehört. Danke. Okay. Ich Vollgas losreizen und schaffe das die Folge hier noch. Marcel. Ihr habt wieder Geld. 100 Euro geht jetzt. Wir haben wieder Geld, klar. Jo, sind angekommen. Wir hatten ja noch einen großen Schuldenrahmen. 1000 habt ihr jetzt auch von uns gekriegt hier nach Sylt. Kommen wir dahin gefahren. Ein durchgelaufener Posten hier. Oh ja. Ist ja plus minus 0, dann sehr gut. Hätte ich plus 900 überweisen sollen oder was? Ja, nö. Genau, richtig. 900? Nein, 1000. Kannst du uns auch gerne nochmal 1000 überweisen? Wenn ich es noch in der Folge schaffe, ja. Alles voll mit Bäumen hier. Wie viele Bäume habt ihr gepflanzt, Alter? Oh, eine Menge. 600 Stück insgesamt. Muss, glaube ich, performance-technisch erstmal reichen, oder? So, reicht erstmal eine Weile. Oh, das ging. Wir waren zu dritt. Ich kann auch immer noch vorbeifahren, ja, aber ich fahre wieder in die falsche Richtung. Stroh ist auch eingefahren. Habt ihr wieder welche zu verkaufen? Wir hätten was zu verkaufen. Wir haben auch noch Strom, Lager. Wache. Ja, ich glaube noch. Also ich glaube heute brauchen wir beim nächsten Mal wahrscheinlich. Livestream wieder. 254.000 Liter. Wie sieht eure Hofgestaltungsplanung aus? Erstmal irgendwo Geld auftreiben. So, Salazar, was soll ich jetzt machen? Ja, jetzt ist die 40er abgeerntet. Ja. Die 44. Ja, die 44, genau. Dann mach mal, ich glaube, Kalk wollte sie haben.
Ich guck mal. Ich lasse die beiden Maschinen gleich hier am Feld, wenn wir das stehen haben. Mit dem Dünger kannst du eigentlich schon rüberkommen. Wo rüber? Zu dir? Bei der 65, ich flüge ja gerade und dann kannst du eigentlich schon hinterher düngen. Ja, fett, ja. Der ATR. Ich bin da so. Ja. Ja, so genau, danke. War ja schon erst auf dem Weg Richtung Westen, aber dann dachte ich, na, nee. Kurz vor der Brücke lieber umdrehen. Falsche Richtung. Ja. Mit Schwaden? Ja, wollte ich gerade sagen. Ich fahre dann gleich. Bring gleich die Mühlwerke weg und fange dann auf der 3 an zu schwaden. Ja. Du wirst es nicht glauben. Gedanken vertieft, mache ich eine Ehrenrunde. Du falsch gefahren? Ja, ich merke gerade beim Rewe, denk, oh nee, hier wollte ich gar nicht hin. Zweimal falsch gefahren. Ich sollte lieber nur im Feld ein bisschen im Kreis fahren, da kann ich nicht so viel falsch machen. Ach, Leute. Doch, kannst du Kram fahren. Vorgewende schon gemacht. Feinigkeit also recht klein. Oder Frucht kaputt fahren. Was kann passieren? Mähwerke ausmachen. Mal, meinst du, das schaffen wir noch in dieser Folge? Ich hoffe es, aber mal gucken. Wir haben jetzt 11 Minuten. Ja. Mal gucken. Maxim, kannst du mal bitte mein Schneidwerk reparieren, damit ich wieder ein paar km/h mehr habe? Yep. Vielleicht schaffen wir es ja. Selbst ist die Frau. Nee, dann muss er ja zur Werkstatt fahren. Nee, dann kann sie doch. Oh. Nee, ist schon. Ja, war über 30% kann man über die Garage reparieren. Stimmt. Ja, wenn ich jetzt vom Feld runterfahre bis zum Hof rauf und dann wieder, dann schaffen wir das Feld. Dann kannst du es vergessen, ja. Mal gucken, ob was so schafft. Ich sehe ich mir nächstes Mal beim Düngen, was ich dünge. Wenn die Frucht drauf ist, ist es immer so ganz schlecht. Du kannst auch gleich Stroh holen, Fett. Ja, soll ich Stroh einkaufen? Oder liefern lassen. Wie viel wollen wir liefern lassen? Du kannst auch holen. Nö. Wie viel war das? 200.000. Über Insel. Mittelinsel. Ich bin voll über Mittelinsel. Aber kriegen wir auch nicht günstiger, ne? Also wir würden es. Ja, nee, das passt ja nicht. 200.000 Liter Stroh ordern. Liter Stroh würden wir kaufen, bei wem auch immer. Tamara, Maxim, Thorsten, Markus. Wir haben auch was. Aber dann müsstet ihr ja günstiger anbieten als der Standardpreis, sonst würde ich. Du könntest ja auch einfach nett sein und uns das Geld zur Verfügung stellen. Nee. Bei der Wohlfahrt hier. Nicht? Verdammt. Das war woanders. Da musst du für arbeiten, Marcel. Sagt der Holländer. Oh ja, oh ja. Was kostet Stroh noch? Oh Gott, was kostet Stroh denn noch im Einkauf? Und vor allem, ihr liefert ja wahrscheinlich auch nicht. Da müsst ihr nämlich immer einen Tausender bezahlen auf unser. Schon. Also für heute brauchen wir es nicht im Stream, können wir. Es hält auch noch einen Tag, glaube ich. Weil. Also, wir bringen das Stroh für 50 pro 1000.
Siehst du? Also entspannte 10.000 für 200.000 Liter. Genau. Wollen wir schon mal einen Auftrag geben, ob ich das heute liefert oder im Stream. Das, ich meine, heute schafft es eh zeitlich nicht mehr. Aber das würden wir, denke ich, bestellen. Es könnte auch, also ich sag mal, Salazar und Marcel nicht mitgehen. Über 50 steige ich auf, das sage ich jetzt schon. Wohnt nämlich dann auch nicht. Und dann müsste es ja auch noch bringen. Eben, und dann kann ich das, dann muss ich ja viermal fahren. Alter, der Bauhof ist unschlagbar bei den Preisen aktuell. Wir können es für 91 pro 1000 verkaufen. Jetzt ist es teuer. Echt? Was? Ach, wohl Autosave. Wir wollen ja auch selber irgendwann in die Technik investieren. Habt ihr euch alle schon Gedanken gemacht, welche Produkte ihr produzieren wollt? Nö, oder? Halbwegs. Da bin ich tatsächlich noch raus. Da bin ich noch nicht so. Erst das mal Geld produzieren. Mhm. Da muss man natürlich auch schon bald überlegen und dann denken, aber ich habe auch noch nicht. Also da habe ich noch keinen Masterplan. Weil ich dachte, das ist ja erstmal eine richtige Asche, da die ganze Produktion hinzustellen mit der Lagerhalle. Ja. Da muss erstmal Grundgeld gut reinkommen. Aber das Du musst also eine Gelddruckproduktion bauen. Genau. Fett. Passt jetzt auch bloß den Hofleiter hinzustellen. Da kommt doch die Geldkasse von alleine. Ja, das ist ein bisschen wenig. Aber dazu braucht er ja das, was er verkaufen kann. Ja, Obstplantagen und Gemüsegewächshäuser, weiß ich nicht, das ist auch Geld für das, was rauskommt. Ja, macht Geld, aber dauert auch zu lange. Man muss ja auch gucken, wie lange braucht eine Produktion, um was herzustellen. Weil 50% vollfüllen, wie viel waren das noch? 100 Paletten oder so braucht man, ne? Oder ich? Was hast du? 100 Paletten braucht man, glaube ich, oder? Um ein Lager 50% voll zu machen? 50 Paletten, 50%. Ja. Passen 100 rein? Ich hab. Nee. Nein, 200 Paletten. Ach nee, 200. Ja, also 100, genau, also doch 100, ja. Und 100 Paletten muss man auch erstmal herstellen. Ja. Das braucht mit Gewächshäuser oder Obstplantagen schon relativ lange. Wo geht? Geht auf jeden Fall. Aber pro Ingame-Tag, wenn du 10 pro Ingame-Tag herkriegst. Musst du schon mal mindestens 2,5 Monate bis 3 Monate rechnen. Ja, nächstes Mal ist ja noch keine Hofbewertung, übernächstes Mal ist Hofbewertung, aber ja, nochmal, die Folge ist auch bald schon wieder zum Ende. Gucken, was bei den anderen so los ist. Trotz Kontrollgang hier. Ah, hier sieht das doch schon noch was aus. Zumindest ein bisschen Ordnung. Spionage. Was ist denn Schönes hier? Alarm. Ein Bottich. Salazar, wir haben einen Eindringling auf der Insel. Oh, es ruckelt. Das ist das Standard-Silo? 180 oder was? Das ist dein großes. Ein großes? Habe ich da nicht zwei Pedale dran? Das ist ein Standard-Silo, oder? Ach nee, das kann auch unter sein. Das sind dann 5 Millionen drin. 5 Millionen Kapazität hat das? Aber da passt fast nichts rein, oder wie? Doch, alles rein. Wird das dann falsch angezeigt, oder wie? Oder ist es nicht das große? Ist das ein Mod, oder ist das das? Ja, das muss ein Mod sein, ne? Welches ist denn das? Ja. Große Multisilo, oder was heißt das? Großes Multisilo NF Marsch. Achso. Gar nicht. 180.000 kosten. Doch dieses Schnäppchen-Ding für 15.000 haben wir drin. SDS Multilager-Silo. Da kann man keinen Dünger zwischenlagern. Ja, haben wir es auch noch geschafft. Tamara. Ja, wir haben es geschafft. Ja, ich sehe doch. Reichen, das ist günstig. Aber kann kein Dünger. Und wenn, dann brauchen wir auch mal was, was Dünger kann, damit die Dünger in größeren Mengen. Das sind 1000 Snap. Wieso das? Das Silo kann alles.
Ja, genau. Ich guck grad, was wir sonst so drin. Ich habe noch gar keine, bisher noch nie geguckt, was ich war immer davon ausgegangen, dass ich eigentlich meins nehmen muss, aber es gibt ja andere. Was wir hier als Mod haben, ja. 250.000 kostet meins ja in der kleinen Variante und 350 in der großen. Das ist schon schick, aber ist noch kein Schnäppchen. Und euer kostet 180, wohl. Dann haben wir wieder noch eins drauf für 15.000, das kann aber dann kein Dünger und das ist für mich dann ein K.O.-Kriterium. Könnte man ja umschreiben. Ja, aber das wäre jetzt ja. Dann können wir nicht im Mod 2 nicht mehr zurechtschreiben. Ja, 180. Und da passen 5 Millionen rein. Und auch alles, auch Dünger und so, ne? Ja. Okay, okay, nice, genau. Nur halt keine Palettenware. Also was von dir kommt. Mhm. Und zumindest habt ihr hier Ordnung auf dem Hof. Also das ist auf jeden Fall schon mal. Das sieht schon mal noch was aus. Wie gesagt, eh noch nächste Woche haben wir alle noch Zeit, da noch ein bisschen zu investieren, wenn sie Bock haben. Ja. Da steht mit dem komischen Kerscher auch zum Kleinen. Ja. Hier würde ich sagen, ja. Die Fahrzeuge stehen hier in Reihe und hier liegen ein paar Ballen. Das ist auch. Gehen eine Leere. So. Testen. Lappen jetzt alle Höfe ab. Ja, die rote Ballen. Wenn die Zuschauer sich schon mal ein Bild machen. Oder vielleicht auch die Veränderungen in zwei Wochen sehen, wenn in die erste Hofbewertung. Hier ist tatsächlich noch mehr Chaos als überall. Im Westen. Was bei den Mädels los? Wo das hier ist die Ordnung, glaube ich, dass die Mähwerke nebeneinander stehen. Aber okay. Ja, auch hier ist die Reparatur auch. Okay, also ein bisschen auch passiert. Aber da ist auch noch Luft nach oben. Aber werden wir sehen, was da kommt. Ich kann auch sagen. Bisschen. Passt schon. 2, 3, 2, 4, 3. Komm mal mit deinem Lexion weg, dann kann ich mich mit Anhänger auch drehen. Danke. 4.000. Bitte. Hm. Was ist jetzt los? Hm? Verbindung zum Spiel verloren. Ah. Jo, du bist vom Server. Ja, wie viel Aufnahmezeit haben wir? 23. Hm. Ja, lohnt wahrscheinlich und join nochmal, wa? Ne, wahrscheinlich nicht. Darum ging es auch nicht. Das dachte ich mir, dass die Frage daraufhin abzielt. Lohnt sich mehr zum Scheiden, wa? Nee, Feierabend, denke ich. Ja, ja, das überlege ich mir nicht. Ich hoffe, mein Fahrzeug ist stehen geblieben. Was ist stehen geblieben. Aber was hast du Schönes gemacht zum Schluss? Gedüngt. Ich habe gedüngt. Ne? Gedüngt. Ja. Ich war mir nicht sicher, ob ich vorher Taste 3 gedrückt hatte oder ob ich mit Wege-Taste gefahren bin. Könnte schon mal sein, dass du einfach weiterfährst. Ne? Ja, spätestens bis zum nächsten Fluss oder zum nächsten Baum oder Laterne. In dem Fall wär's der Graben gewesen. Wie immer, da bin ich. Einmal muss ich ja immer einen Graben fahren, jeder runter. Ist auch zwanghaft. Auf jeden Fall. Ja, also. Ja, aus. Machen wir eine Minute kürzer heute. Habt ihr noch gerade? Und auch Markus schläft hier gerade rum. Mission gleich fertig hier. Ich hab den Drescher auch gleich beim neuen Feld für den nächsten. Ich hab das Feld auch gleich fertig gehalten. Ne, die Mission braucht man gesehen. Ich bin auch bei Paletten hier verschwinden. Ich noch nichts, aber das macht nichts. Ich bin gerade auf der 3 angefangen mit Schwaden. Nö.
So. Drescher steht. Bitte? Na, Drescher steht. Nächste Woche dann schon mal bereit. Ich hab kein Kalt mehr. Wir schon mal so einstellen, wenn sie das. Bodentextur muss man mal ein bisschen gemalt werden. Dann passt. Ja, im Endeffekt. Und das Punkt. Fertig? Ich warte schon. Ja. Alter. Ich habe auch gerade eben nur die letzten 10 Minuten, glaube ich, mit euren Hofbesichtigungen gemacht. Nur beim Bauhof nicht, aber Bauhof ist eh out of order, weil die einfach viel zu viel haben. Daniel, dann moderiere ich ab. Das mach mal. Okay, so ihr Lieben. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst ein Däumchen, schaut bei den anderen Teams mit rein. Bei Basti, der gestreamt hat, bei Marcel, bei Daniel natürlich. Und bei Holger auch. Und wir sagen erstmal tschüss und bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Okay.